Und das war jetzt nötig. Und das ist jetzt echt in dieser Phase, da dich dann... Oh, nö, ey. Ja, es kann aus Menschen auch was werden, wenn sie keine Mathe können. Habe ich mir sagen lassen. Ja, wobei, ich sag mal so, es geht sowieso irgendwann vorbei. Also, das steht wohl fest. Die meisten Sachen in Mathe, das ist häufig wirklich so, dass man den meisten Kram davon, den man so sehr da verabscheut, weil es echt einfach nervig und uninteressant ist, das meiste davon braucht man wirklich später nie wieder irgendwie. Wobei, ich sag mal so, es gibt viele Leute, für die das dann die Sache nicht zwingend besser macht. Also, nur weil man irgendwie, also ich meine, theoretisch wäre es vermutlich nicht weniger unangenehm oder nicht weniger angenehm zu wissen, dass man das, was man tut, auch irgendeinen Sinn behält. Also, theoretisch. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber, also fest steht auf jeden Fall, dass es vorbeigeht. So viel steht mit Sicherheit fest. Wir mussten da alle durch. Wir haben es alle irgendwie geschafft, in irgendeiner Form. Es kommen mit Sicherheit auch noch Tage, an denen ihr alle Mathe vermissen werdet. Not. Unbestätigten Gerüchten zufolge. Ja, lassen wir nochmal durch die Wand gehen. Da kriege ich zumindest den Kram hier nochmal zu sehen. Ist auch gut. Nehme ich dann auch ganz gerne. Also. Ist dann zumindest ist ein kleiner Ausgleich dafür, dass wir gerade. Fällt mir dieser dumme Klotz jetzt aber nicht wieder auf den Kopf. Nee. Das machen wir jetzt nie noch ein zweites Mal. Das war nicht sehr befriedigend, Alter. Sinn behält, lässt sie mir durchgehen. Oh, das ist nett. Danke. Ey, komm, da achte ich im Moment wirklich penibel drauf. Also auf Sinn machen. Also, beziehungsweise nicht Sinn machen. Weil bevor ich wieder angeschrien werde, achte ich lieber drauf. Ja, sehr schön. Bisher hat mich noch nichts getroffen, überraschenderweise, aber das wird mit Sicherheit noch kommen, gerade in dem Moment, in dem ich sage. Das wäre fantastisch. Kann ich die kleinen goldenen Dinger eigentlich auch kaputt machen? Das wäre auch ein Schritt. Aufhören, mir genau Sachen auf den Kopf zu schmeißen, das wäre absolut fantastisch. Das wäre auch so ein Schritt, den ich gerne mitmachen würde. Gerüchten zufolge. Wurde ich gerade wirklich so oft getroffen, dass plötzlich meine 6 Herzen weg waren? Nein. Wir fangen damit jetzt nicht nochmal an. Da ist ein Herz. Warum war gerade kein Herz da? Gerade wo ich eins gebraucht hätte. Ich meine, gut. Sagt jetzt keiner, dass ich das nicht noch brauchen werde. Red dir das ruhig ein, Alter. Red dir das ruhig ein. Wo fehlt noch? Ah, Moment, das war's schon. Nee, du wirst jetzt aber. Ich hab jetzt noch 5 Treffer. Wenn das jetzt schief geht mit 5 Treffern, dann bin ich ohne Scheiße, bin ich beleidigt. Du wirst mich jetzt nicht noch. So. Nein. Ist nicht mehr. Aus jetzt. Willkommen zurück in Fess. Nein. Muss ich jetzt Bowser verlassen? Nee, muss ich nicht. Oh. Okay. Das sah nicht sehr angenehm aus. Für beide, wo bemerkt, ehrlich gesagt. Also, das war. War eine schöne Zusammenkunft, habe ich mir sagen lassen. Das war eine schöne Zusammenkunft. Jetzt landen wir wieder auf dem Mond, ja. Ey, wir waren ja die ganze Zeit im Mond. Explodiert dieser jetzt? Werden wir jetzt Freunde sein für immer? Natürlich, der einzige. Das war jetzt aber knapp. Also, mit so drunter gucken und so, habe ich mir sagen lassen. Errettet ihr jetzt? Das wäre fantastisch, oder? Und Bowser liegt daneben und weint. Oh, wie sie sich freuen. Hat sich das doch alles gelohnt? Oder hat sich das alles gelohnt? Oh. Ey. Aber jetzt beschwer dich doch, gib dir doch nur einen Strauß Blumen. Der gibt dir doch nur einen Strauß Blumen. Ach, Männer. Was jetzt? Was haben die beiden jetzt damit zu tun? Also geht jetzt einfach. Wir sind ihr jetzt bis auf den Mond gefolgt, um sie vor Bowser zu rennen. Und sie geht einfach. Ja, willkommen in der Friendzone, mein kleiner Freund. Und die lässt uns jetzt alleine auf den Mond zurück und grinst noch breit. Sag mal, hat die an eine Pfanne? Wie herzlos ist das denn jetzt, bitteschön? Alter. Oh, herrlich, das war schön. Ja, das war absolut fantastisch.
Ist so schade. Aber sag mal so, das war jetzt natürlich. Die Hauptkampagne war. Empfand ich jetzt als sehr, sehr kurz. Wie viele Stunden waren das jetzt? Keine Ahnung. Also nicht so viele. Das empfand ich schon jetzt als echt mager. Allerdings weiß man auch natürlich, dass wir jetzt, keine Ahnung, wie viele Sterne haben wir jetzt? 100. Ich sag jetzt mal, oder Monde, ich sag mal 150. Man weiß natürlich dann jetzt auf der anderen Seite auch, dass man vermutlich noch so um die, was weiß ich, 850 oder was sammeln kann. Aber dennoch, also, das war schon irgendwie kurz. Aber es war fantastisch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendein Durchhänger gameplay-mäßig da drin war. Du hast die ganze verschiedene Welt mit x verschiedenen Gimmicks. Viele davon haben wir noch nie mal mehr gesehen. Diesen komischen einen Tiger beispielsweise, da denke ich gerade dran. In der Wüstenwelt, mit dem man da so mieten konnte, irgendwas mit Mauts. Mit dem man irgendwie wahrscheinlich dann auch durch die Wüste schnell reiten konnte und was weiß ich was alles, Mann. Wie cool war das denn, bitteschön? Also das war fantastisch. Ich finde, dass das ein Gimmick war, das perfekt gepasst hat und extrem viel Spaß gemacht hat. Die Musik war fantastisch, die Welten sind fantastisch. Allein die Optik auch von Bowser, Peach und Mario ist fantastisch. Oder? Die wird doch hängen bleiben. Das ist nicht so dieser typische Bowser, der einfach nur da steht und ein bisschen brrrr macht, sondern, keine Ahnung, ein Bowser, der halt auch mal cool und anders aussieht als das, was man normalerweise womöglich von ihm kennt. Also, ich fand das fantastisch. Ich fand, das war bis hierhin. Wir haben bei weitem noch nicht alles gesehen. Wir haben noch sehr viel mehr nicht gesehen, als wir gesehen haben. Aber bis hierhin war das ein sehr, sehr cooles Spiel für mich. Das, keine Ahnung, also, na, sag mal, zumindest jetzt im Vergleich zu den beiden letzten 3D, also Super Mario 3D World und Super Mario 3D Land, also das war für mich um Längen besser. Um Längen. Das ist für mich überhaupt kein Vergleich. Du hast viel mehr, allein der Bewegungsapparat von Mario, der so sehr viel komplexer war als in den Teilen davor, allein für den hat sich das schon gelohnt, finde ich. Also, fantastisch. Ich bin bis hierhin wirklich begeistert. So viele Anspielungen, so viele Sachen, die einfach auch funktioniert haben. Das sind auch Sachen, die, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, dass man jetzt dahergeht und sagt, pass mal auf, okay, wir sind Nintendo, wir machen ein Mario-Spiel oder keine Ahnung, wir sind wer auch immer und machen ein Spiel, das wir schon x-fach gemacht haben. 3D Land ist besser und ich weiß es, genau. dass sie es hingekriegt haben, dass diese Sachen, diese ganzen Gimmicks, die so durch dieses Cappy-Gimmick dazugekommen sind, dass die einfach funktioniert haben. Dass die angenommen werden und dass die dann, wie das für Nintendo üblich ist, kurz ohne große Schwierigkeiten gezeigt werden und danach nochmal in etwas schwieriger geprüft werden. Sehr, sehr schöner Endscreen übrigens, oder? Heilige Scheiße. Ist das hübsch? Fantastisch. Nehme ich sehr, sehr gerne. Ich bin begeistert davon, dass das funktioniert hat. Danke fürs Spielen. Ja, danke fürs Spiel bauen, Alter. Aber natürlich, kleiner bärtiger Freund. Das war herrlich. Geht's jetzt einfach so weiter, oder was? Wir kriegen Story. Mehr oder weniger. Oder zumindest noch ein bisschen was zu tun, habe ich mir sagen lassen. So ein kleines bisschen, Gerüchten zufolge. Nintendo ist die Author, bla bla. Ja, erzähl mir doch. Darf ich nicht auf YouTube hochladen? Ich meine, das ist ja total gemein. Wer macht denn soweit? Ganz Pilzkönigreich reisen. Shops haben weitere Monde im Angebot. Musikliste wurde dem Kartenbildschirm hinzugefügt. Okay. Oh, sehr schön. Ah, Moment. Hier waren wir ja noch gar nicht. Das ist ja neu jetzt. Oh, ist das jetzt in Anlehnung an Super Mario 64? Oh, wie cool. So ruhig, so friedlich. Als wäre unsere Reise zum Mondland nur ein Traum gewesen. Nein, wir fangen mit sowas jetzt nicht an. Ha, zum Glück war das alles kein Traum. Wir haben unsere lieben Freundinnen Tiara und Peach gerettet. Juhu! Dieser Albtraum ist jedenfalls vorbei. Wir können echt stolz auf uns sein. Und doch, ich habe unsere Reise total genossen und ich möchte nicht, dass schon alles zu Ende ist. Ich eigentlich auch nicht, aber ist es ja auch noch nicht. Ich freue mich. Es gibt noch so viel zu tun, so viele Hüte, die du noch treffen musst. Ja. Ich wette, wenn wir noch mehr Powermonde sammeln, können wir zu einem neuen Ort reisen. Unsere Reise ist also noch längst nicht vorbei. Hurra! Sehr schön. Lass uns erst mal den Pilzpalast gehen. Ja, lass mal machen. Lass mal gucken, was da so geht. Hier ist sogar direkt ein neuer Shop. Gibt's denn hier so Schönes zu kommen, wenn die Toads auch Hüte tragen? Ich werde hier jetzt haufenweise cooles Zeug vergraben. Sagst du? Das Liedermünzkostüm von hier. Ich glaube, ich weiß, welche das ist. Ich meine, ich hab's schon gesehen. Ich werde es jetzt nicht spoilern, aber ich werde die drei Münzen mal einsammeln und wir gehen gleich mal gucken, welches das ist, ob ich recht habe.
Und dann schauen wir mal, die sehen schon sehr, sehr verdächtig aus hier, oder? Nichts passiert. Ja, wir gehen mal gucken, was hier so geht. Und vor allem, wenn ich die ganzen lila Münzen hier schon so sehe, dann merke ich, dass wir wahrscheinlich besser schon mal... Hier ist ein Turm einfach direkt, heilige Scheiße. Und Nessie schwimmt einfach im Loch rum. Plötzlich ein Radio. Tschö, nehmen wir da mal so. Also wir gucken mal, was das denn für ein cooles Kostüm hier so ist. Ich glaube, ich weiß, welches das ist. Und ich glaube auch, dass ich mir sicher bin, dass ich das holen werde, wenn es das ist, von dem ich denke, das ist, ja. Ja. Also, was geht hier so Schönes? Madams, Amis, Typen. Hi. Geht denn so Schönes? Hey, sagst du, ja. Ein Mario 64 Kostüm. Wie cool bitte ist das denn? Wie cool bitte ist das denn, Alter? Die haben ein Mario 64 Kostüm eingebaut. Wenn man das kauft... Für 15 plus, was weiß ich, 25 oder was Münzen, dann rennt man rum als der Mario aus Mario 64. Wie herrlich. Wie absolut herrlich. Vor allem die lila Münzen scheinen hier nicht mal mehr sonderlich schlecht versteckt zu sein. Ich bin mir gerade. Ach, guck mal hier. Die sind wie aus New Super Mario Bros. Was weiß ich, U oder was das ist. Ein Baum mit Schwanz. Ja, nee, man muss nicht alle kommentieren. Nee, man muss auch nicht immer alles. Ich schwanke gerade zwischen, wir sammeln die lila Münzen ein und wir gehen erstmal gucken, was da hinten in dem Schloss so los ist. Ich glaube, wir gehen erstmal gucken, was in dem Schloss so los ist. Hab so gemacht, dankeschön. Und dann sammeln wir die lila Münzen auf jeden Fall noch ein und der Kostüm holen wir uns mit Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch. Ich versuch's mal erstmal noch nicht. Wir gehen mal erstmal gucken, was so geht hier in Peachland und so. Guten Tag. Checkpoint, Alter. Hallo, Chef. Das ist der Haupteingang, sagst du? Mario, furchtbare Neuigkeiten. Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Hinter mir sterben Menschen. Sie hat ihren Koffer gepackt und ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck einfach von dann. Hey, was ist mit dieser Frau nicht in Ordnung? Wir können sie nirgends finden. Wo kann sie nur sein? Unsere liebe Prinzessin Peach ist verschwunden. Aber dafür können wir ins Schloss gehen, Mann. Wie cool ist das denn, Alter? Heilige Scheiße. Oh, die alte Super... Selbst die Plattform ist hier. Ah, herrlich. Zum Glück sterben keine Katzen. Ja gut, da muss man Prioritäten setzen, das stimmt. lila Münzen hinter ihm. Ach, du bist auch da. Hallo, Toadette, Alter. Archiv Toadette. Huhu, Mario, bist du wieder auf einem deiner spannenden Abenteuer unterwegs? Wie wunderbar. Ich dokumentiere nämlich all deine glorreichen Taten und habe ebenfalls alle Länder bereist. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe auch ein paar Powermonde als Belohnung für deine glorreichen Taten bei mir. Oh, Prinzessin Peachs Rettung hast du schon abgeschlossen? Meinen herzlichen Glückwunsch. Mit dem Super Mario 64 Jingle, Mann. Wie cool ist das denn, Alter? Außer kannst du hier auch die Namen der Powermonde sehen, die du für alle deine Taten bekommst. Ich trage kleine Hinweise auf der Mondliste ein. Öffne Karte mit Blabla und drücke Blabla. Moment. Moment, selbst hier sind so viele. Auf der kleinen Map sind dermaßen viele verfickte Monde. Ach du Scheiße. 104 alleine hier. Ich soll mich einige Sekunden auf den Thron stellen. Auf der Mondliste kannst du nachsehen, welche Baumonde du bereits gesammelt hast. Du weißt schon, falls du mal unsicher bist oder so. Gut, ich bin dann hier, falls du Lust verspüren solltest, irgendwelche Leistungen erbringen zu wollen. Falls du Lust haben solltest, irgendwelche Leistungen verbringen zu wollen. Also wir sollen uns hier hinstellen. Er setzt sich. Das ist ja Wahnsinn. König Mario, er hat es endlich geschafft. Tja, Mr. Martinho, der hat sich das jetzt wohl erledigt. Du wurdest abgelöst. Passiert jetzt hier noch was? Soll ich länger hier drauf sitzen bleiben? Wie glücklich er aussieht. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube nicht, dass er jemals so glücklich war. Ich gehe mal davon aus, dass ich erstmal für den Moment erstmal wieder gehen kann. Ansonsten kehren wir natürlich noch zurück. Habe ich mir sagen lassen. Was wäre so? Moment, was ist das? Ach, Moment. Sonnending auch noch. Ja, mach mal hier den hier, klar. Foto von ihm. Die müssen wir auch noch alle suchen, diese Hinweisdinger. Heilige Scheiße. Das ist noch so viel. Das ist noch so viel. Der Teppich ist fantastisch. Wo ist Prinzessin Peach? Ich habe überall gesucht in diesem Schloss. Ja, an wem wird das wohl nur wieder hängen bleiben, Alter? Was ist ein Angebot von Toadette? Ein Angebot zum Knutschen vielleicht? Hm. Ja. Da kann man schon mal so einer Pilzdame kann man ja dann quasi auch schon mal verfallen. Nicht so wechseln mit Verfalle. Fand die bestimmt auch gut. Also wenn ich mir... Moment. Das ist ein Eichhorn. Das sind mehrere Eichhörner. Und eine Höhle. Oh, das ist so cool, dass man sich einfach durch die Gegend rennen kann und einfach mal so ein bisschen, keine Ahnung, rumtouren kann. Einfach nur so.
Einfach nur so. Speichervorgang macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Plötzlich eine Ratte. Ich möchte sie gerne dingsen. Und halt nicht. Wo auch immer wir hier überhaupt sind, alter heilige Scheiße. Halt die Augen auf, wenn du dich, wenn du in den Forst gehst. Der ist sehr gefährlich. Ja klar. Warum sollte für mich auch irgendwas nicht gefährlich sein? Die Frage würde ich mir jetzt mal so stellen, ehrlich gesagt. Aber hier kann man gucken, was wir... Ah, Moment. Haben wollen. Das muss ich bestimmt einmal irgendwie komplett rum. Kann ich hier komplett rum? Das muss man bestimmt... Nee, muss man nicht. Ich dachte, man müsste das irgendwie anheben, aber muss man nicht. Oh, wie cool ist das denn, Alter? Oh, das ist so herrlich, ohne Scheiß. Das Ding ist, weißt du, laut Credits ist das Spiel gerade eben zu Ende gegangen. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade erstmal losgeht. Wie cool ist das denn, Alter? Es geht noch weiter. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt finden soll, aber ich spiele mal mit. Das ist alleine 100 Monde in diesem, oder jetzt, sind das jetzt alles nur noch Sterne oder sind das nur Sterne im Pilzkönigreich? Das ist so fantastisch. Das ist so fantastisch, Alter. Ein Weg aufs Schloss. Ist da derselbe Cameo wie in Mario 64? Ja. Ja. Das wäre übrigens, ich habe doch den hier gemacht. Das hat auch funktioniert. Ich dachte, der wäre jetzt irgendwas Fantastisches. Wir brauchen gar nichts Fantastisches. Wer will schon fantastische Sachen haben, wenn einfach... Ah! Meinst du diesen Weg zum... diesen Weg aufs Schloss? Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder ob es noch mehrere gibt, aber den hier haben wir zumindest erstmal gefunden. Ja. Na! Ja gut, ich wollte ja auch gar nicht da hoch. Ist ja alles Quatsch. Ist ja nur Blödsinn. Wir wollen ja sowieso hier unten hin. Das ist natürlich jetzt... Das wird jetzt schwierig sein, denke ich mal. Irgendwie... Ist das jetzt ein One-Up-Mushroom? Nee, können wir einfach wegdrehen. Es wird wahrscheinlich, was ich mir jetzt am schwierigsten vorstelle, bringen mir die Äpfel irgendwas, ist rauszufinden und einen Fokus zu behalten darauf, wo denn jetzt die restlichen Sterne sind. Das stelle ich mir jetzt schwieriger vor. Weil man hat jetzt natürlich nicht mehr man hat jetzt im Prinzip keine Hand mehr, die einen hält, sondern muss dann jetzt im Prinzip gucken oder selbst überlegen, wo man hingeht und hast du nicht gesehen. Nein. Es ist aber mit Sicherheit nicht frei von Bewandtnis, dass diese Goombas hier sind. Aber wie cool ist das, dass das Spiel jetzt überhaupt erstmal richtig losgeht? Und jetzt sind noch haufenweise irgendwie Zusatzlevel oder was? Das ist ja herrlich. Ich bin mir sicher, willst du zurückkommen? Dankeschön, bist der Huttyp. Bist der aufmüpfiger Huttyp, wo man merkt noch dazu. Gemälde. Moment. Das ist der Boss. Moment. Ist das jetzt irgendwie so ein... Da fehlte das letzte Go, Alter. Das ist jetzt... Ist das jetzt ein Boss-Rush-Modus? Moment, der scheint aber schwieriger zu sein, weil die Dinger waren damals... shit. Jetzt schon das erste Mal getroffen, ohne dass überhaupt irgendwas passiert ist. Herrlich. Die Dinger waren anfangs oder beim ersten Mal jedenfalls nicht da. Aber gehen wir mal davon aus, dass das denn jetzt im Prinzip ein Haufen Bosse sind, die wir finden können, die nur nochmal ein kleines bisschen schwieriger nochmal zu gestalten sind. Ey, wie cool ist das denn, Alter? Oh, ich mag. Ich mag sehr gerne. Immer werden wir dem Typ natürlich jetzt sein Maul noch versohlen und dann... Läuft das. Da sind wir glücklich und zufrieden mit diesem Ende. Mit diesem Ende, das ja im Prinzip mehr Anfang ist als alles andere. Das muss man sich mal vorstellen. Zu cool, Alter. Zu cool. Ja, ist gut. Mach dein Ding. Ja, achso, ich kann theoretisch darüber springen. Ne? Aber, jetzt kommst du auf einmal an. Weil, nee, ist auch klar. Plötzlich Motorrad. Nee, ist öfter mal was Neues. Das Ding ist, die klingen immer so laut. Wahrscheinlich hört die sowieso keiner, aber... In meinen Ohren waren die sehr, sehr laut. Für meine armen, kleinen, sensiblen Öhrchen waren die sehr, sehr laut. Also es war schrecklich und so, weißt du, da muss man manchmal weinen. Also gut. Wie, also gut? Meinst du jetzt irgendwie, wenn es schon muss, dann machen wir jetzt halt, oder was? Nee, ist klar, weißt du? Alter. Was, Alter? Komm mal klar, wie soll ich denn bitte alles gleichzeitig verwalten? Hört das irgendwann auf? Dankeschön. Ist ja fantastisch. Sie wird jetzt aber wahrscheinlich auch kein Herz spawnen, ne? Das würde mir sehr, sehr viel weiterhelfen, wenn es das täte, aber... Gehen wir davon aus, dass dem nicht so sein wird. Machen dann lieber so hier klar. Nee, der wird mich ja nicht schon gar nicht treffen. So. Das Problem wird nur sein, dass ich wahrscheinlich jetzt, das ist jetzt noch nicht die letzte Runde, oder? Nee, einen muss ich noch. Einen muss ich noch und ich gehe davon aus, dass das nicht funktionieren wird im ersten Anlauf, aber... Gut, auf der anderen Seite... Kennt man es ja dann quasi auch nicht anders. Pass mal auf, wir machen jetzt so. Ich habe keine Ahnung, warum ich... Ist egal. Wir sind weit gekommen. Für den ersten Anlauf, Alter.
Ja, herrlich. Okay, wir heben uns den Typ jetzt einfach mal für ein anderes Mal auf. Das ist so herrlich. Das ist so cool, dass man jetzt einfach, keine Ahnung, dass das Spiel jetzt im Prinzip von vorne anfängt. Also mit von vorne anfangen meine ich, anfängt. Erstmal überhaupt. Hey, coole Mütze, hätte ich auch gerne, Alter. Wir holen uns das Ding gleich erstmal. Der Look aus guten alten Zeiten ist immer noch mein Favorit. Mit dem Outfit würde ich dich reinlassen. Im Moment sieht man dir die alten Zeiten so gar nicht an. Lass mich in die Vergangenheit schwelgen und du darfst rein. Ja, das Ding gehen wir uns jetzt noch holen und dann zelebrieren wir diese... Moment. Hi. Muss ich mit den Goombas jetzt durch das Wasser gehen? Und wie kriege ich den Apfel da unten raus? So viele Fragen. Das... Moment. Habe ich davon irgendwas? Ich geh mal... Aber Moment. Die Tatsache, dass diese Dinger hier existieren, deuten darauf hin, dass auch noch jemand anders hier existiert, nicht wahr? Ja, oh nein. Ach, guck mal, haben wir sogar diesmal gekriegt, weil wir klug genug waren, den Hut zu werfen. Läuft, ist doch gut. So, dann fahren wir uns in Super Mario 64, alte Typ, zurück und dann sind wir glücklich und zufrieden, Alter, mit allem, was wir haben. Guck dir das an. Hab ich das richtig im Kopf, dass ich... Ja, das reicht mir. Ich hab 35. Und hier sind wir die ganze Zeit an der 64, Mario. Nee, mach mal den hier klar. Ja, wir können sogar eine Retro-Röhre kaufen für unser Schiff. Wenn wir denn so begehren. Oh. Und tolle Dingsbums. Tolle Kissen. Wir kaufen mal eine Münze. Wir kaufen mal noch eine Münze und dann sind wir zufrieden. Meine Damen und Herren, für dieses wunderbare Meisterwerk, bitte den Like-Button kaputt. Busch, kloppen, Alter. In den Kommentaren. Wie cool, bitte. Wie schrecklich wird's noch? Und vor allem, ja, gut, hat sich ja dann gelohnt, der Bowser-Kampf. Vielen lieben Dank, dass du da wart. Du bist in der Weise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.